Hallo meine lieben Disney Dreamlight Valley Freunde und herzlich willkommen zurück zu Disney Dreamlight Valley Valley Valley. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Das Oktober-Update nähert sich mit großen Schritten, denn die Entwickler haben wieder etwas gepostet. Und meine Vermutung könnte richtig sein, dass wir das Update am 9. Oktober, also nächste Woche Mittwoch, erhalten werden. Ja, das hatten wir ja beim letzten Mal auch schon so. Der Sternfahrt ist jetzt in 44 Stunden, 26 Minuten und 30 Sekunden vorbei. Also bis Mittwoch habt ihr noch Zeit, Mittwoch 15 Uhr. Eine Woche später wird wahrscheinlich dann das Update kommen. Darum lasst gerne ein Abo und Like da, um nichts mehr zu verpassen. Aktiviert gerne die Glocke. Wir werden natürlich absolut alles zum nächsten Update machen. Selbstverständlich. Ich freue mich sehr. Timon und Pumba werden ja kommen. Ich habe richtig, richtig Bock. Gehen wir erstmal zu X beziehungsweise Twitter, wie es mal früher hieß, bevor dieser verrückte Mann das gekauft hat. Genau, das wurde jetzt gepostet, habe ich wieder auf Deutsch übersetzt. Wir gucken uns auch die Kommentare dazu an. Der Oktober steht vor der Tür, zusammen mit einem weiteren Entwickler-Update-Video. Schaltet diesen Mittwoch ein, um alle Details zu unserem nächsten kostenlosen Update zu erfahren. Jungle Getaway. Geil! Ja, Mittwoch werden wir ein Video bekommen. Das haben wir ja beim letzten Update mit Tiana auch schon gekriegt. Ich glaube, es war sogar auch der Mittwoch oder Donnerstag, also eine Woche vor dem Update. Werden wir uns natürlich angucken, wir werden es analysieren, wir werden es durchgehen komplett, da werden wieder unsere Lieblingsentwickler sein und ich denke mal, da werden sie natürlich ein paar Eindrücke zeigen, ein paar Neuerungen und natürlich auch das Datum nennen, was natürlich der 9. Oktober sein wird. Ich glaube nicht, dass es erst in zwei Wochen sein wird, das hat mir letztes Mal genauso. Finde ich auch sehr, sehr cool, dass sie jetzt das Update auch immer eine Woche nach dem Ende des Sternfahrts bringt. Früher hat es sogar immer zwei bis drei Wochen noch gedauert. Also da sind sie wirklich schon deutlich schneller geworden, finde ich super. Hab richtig Bock drauf, schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr darauf Bock habt. Ich weiß noch nicht, ob ein Halloween-Sternfahrt kommen wird. Das heißt natürlich Jungle Getaway wegen Timon und Pumba. Sie werden auch kein eigenes Realm bekommen. Die werden wir aus dem König der Löwen-Realm holen. Ich hoffe aber, dass sie ein eigenes Haus kriegen, wovon ich mal ausgehe. Ich habe absolut keine Ahnung, was sie kriegen. Also, ich fände so eine Steinformation eigentlich schon wieder ein bisschen langweilig, aber was soll man denen für eine Hütte geben? Irgendwie so ein Larvenbaumstamm oder irgendwie sowas. Schreibt aber gerne eure Ideen rein. Ich habe absolut keine Ahnung. Wird aber sehr, sehr geil werden. Wird sehr, sehr geil. Wir werden natürlich auch wieder nächste Woche Mittwoch, Donnerstag, Freitag durchstreamen. Seid da gerne bei. So aufgeregt. Wie gesagt, alles auf Deutsch übersetzt, ne? Einfach der Verständlichkeit halber. Und da können manchmal ein bisschen Fehler kommen und so weiter, ne? Hier ist Zero, das ist ja ein englischer YouTuber. Klingt spannend. Vielleicht bekommen wir in einem zukünftigen Update ein paar Dschungelbuch-Gegenstände. Ja, Dschungelbuch-Update muss kommen. Auf jeden Fall muss Mowgli und Baloo noch kommen. Ich denke mal nächstes Jahr oder die nächsten Jahre. Selbstverständlich. Das brauchen wir auf jeden Fall auch. Und vielleicht Charaktere. Ich kann es kaum erwarten, Timon und Pumba im Tal willkommen zu heißen. Yo, hab ich auch Bock drauf. Timon und Pumba sind endlich da. Hakuna Matata. Diesen Spruch sag ich gern. Hakuna Matata gilt stets als modern. Es heißt, die Sorgen bleiben dir bis zum Update immer fern. Denn dann gibt es wieder Bugs. Die sind so lecker. Quatsch, es wird natürlich keine Bugs geben. Es soll ja ein ganz, ganz großer Patch werden. Das Update soll ja ein bisschen kleiner ausfallen, haben sie ja gesagt. Dafür soll es aber viele Fehlerbehebungen geben. Ich bin gespannt, wir werden es sehen. Ich bin auch sehr gespannt auf eure Reaktion, ob sich bei euch was verbessert hat. Wie gesagt, ich habe ja kaum Bugs, bis auf den Werksbank-Bug, dass ich nicht von der Werkbank wieder wegkomme. Hatten wir heute ja auch in dem Video, wo ich noch gebaut habe. Ist ein bisschen blöd, ne? Bitte reparieren Sie diesen Artikel, geben Sie ihm eine Art Animation. Bitte reparieren Sie auch das Art Deko-Licht. Außerdem hoffe ich, dass die Parkuhr nachts aufleuchtet. Das hätte ich auch sehr, sehr gerne. Ich würde mich freuen, wenn Süßigkeiten in der Main Street Confectionery ausgestellt würden. Ja, was kannst du ja selber dekorieren. Also in diesen Süßigkeitenladen, die man nur kaufen konnte, das musst du natürlich selber machen, das ist klar. Bitte füge neue Pixelstaubbelohnung hinzu. Ja, bei Level 10 hat das ja alles geendet mit den Dream Snaps. Ich hätte auch gerne neue Pixelstaublevel. Warum soll das jetzt vorbei sein? Ich glaube, die meisten haben schon Level 10 erreicht oder Level 8 oder 9. Macht weiter. Macht weiter einfach. Kein Halloween-Zeug, keine Sorge, das ist ja die große Sorge von allen. Da wird auf jeden Fall was kommen. Natürlich, das glaube ich. Wenn es im Sternfahrt nicht so viel kommt, dann auf jeden Fall mit irgendwelchen Aktionen oder Events. Ganz sicher, ne? Oh Mann, ich hatte wirklich gehofft, dass Sally dieses Halloween zu uns kommen würde. Kommt doch im Dezember. Kann man doch schon sehen auf der Roadmap. Ne? Ist ja auch, Sally ist ja auch ein bisschen Weihnachten. Ist ja nicht nur Halloween, sondern auch Weihnachten. Kommt im Dezember. Ja. Juhu! Oh, schön, nichts sagt die Halloween-Season so sehr aus wie der Dschungel. Ja, okay, Sternfahrt und das Thema widersprechen sich aber auch sehr, sehr oft, ne? Also das muss nicht immer zusammenpassen. Timon und Pumba muss jetzt ja nicht unbedingt Halloween sein. Was willst du für Halloween-Charaktere noch bringen? Weißt du, das ist ja praktisch immer unabhängig eigentlich vom Sternfahrt. Okay, jetzt bei Mulan und Diana nicht so.
ne? Mal gucken, vielleicht machen sie irgendwie ein Dschungel-Halloween-Ding oder so. Das finde ich cool. Also viele von euch wollten jetzt auch nicht noch mehr Halloween-Kram haben. Viele von euch natürlich aber schon, vor allem die, die die letzten zwei Sternpfade nicht mitgemacht haben. Wie gesagt, ich habe genug Kürbisse, ich habe auch genug Halloween-Dekoration. Also ich bräuchte jetzt persönlich nicht noch mehr. Lieber Dekoration, die man immer hinstellen kann. Bin ich ein großer Fan von. Lieber allgemeine, neutrale Sachen. Finde ich ein bisschen besser. Dschungel bekommen wir das Dschungelbuch, Mowgli und Baloo, nee, Timon und Pumba. Ne, ist doch klar. Hier, Herr Star in the Sky, Timon und Pumba, kann es kaum erwarten. Ja, viele Dekorationen für die sonnige Ebene. Die sonnige Ebene wurde so lange missachtet. Schon wirklich, das letzte Mal war wirklich bei König der Löwen. Das war auch vor 1,5 Jahren, haben wir das letzte Mal Deko dafür bekommen. Endlich mal wieder sonnige Ebene-Deko. Mensch, habe ich mal richtig Bock drauf, ne? Ja. Technisch gesehen könnte der Name des Updates für Timon und Pumba inspiriert sein, ist doch klar. Während der Sternfahrt selbst ein Halloween-Thema haben könnte. Ja, ist doch klar. Laut Emojis vielleicht weiter oder Kokos. Ja, Koko soll ja der Sternfahrt sein, auch Raya irgendwie. Ja, so denke ich das auch mal, dass das so ein Mix irgendwie sein wird. Schreibt auch gerne eure Vermutung rein, ne? Ich wünsche, wir hätten ein Dschungelgebiet, das an das Haupttal angrenzt. Das würde wahrscheinlich nie passieren. Das würde, glaube ich, nicht passieren. Einfach aus technischen Gründen, ne? Ja. Ich bin so aufgeregt und kann es kaum erwarten, dass diese dummen Kerle ins Tal kommen. Also Dschungel gemischt mit dem, was der Sternfahrt sein wird. Ich gehe davon aus, dass sie nicht so korrelieren werden wie die letzten paar Sternpfade, was mich glücklich macht. Ja, ja, finde ich eigentlich auch gut. Ich mag das immer, wenn Sternfahrt und Update auch so ein bisschen auseinandergeht von dem Thema her. Weil da hast du den Sternfahrt und hast gleichzeitig das Update auch mit coolen Möbeln und Gegenständen, weißt du? Dass die von Timon und Pumba kommen. Finde ich eigentlich ganz gut. Ne? Dieses Spiel braucht wirklich etwas Optimierungsliebe, denn es ist im Moment auf allen Plattformen in einem ziemlich guten Zustand. Die Framerate sinkt in einem guten Zustand, friert ein, stürzt ab, hängt vom Moment zu Moment, also bei mir nicht, so, zusammen mit der Tatsache, dass das erste Laden viel länger dauert als früher. Das Laden dauert wirklich tatsächlich super lange. Das dauert, glaube ich, 4-mal länger als vorher. Das müssen sie auf jeden Fall verbessern, aber ruckeln tut bei mir nichts. Nö. Bisschen Unsichtbarkeitssachen habe ich noch und das mit der Werkbank und so weiter. Ja. Wer muss auf jeden Fall Mittwoch angucken? Schaut auch nochmal gerne in die Kommentare rein und so weiter und so fort. Ja, ich freue mich. Das wird richtig, richtig cool. Und dann denke ich auch mal, dass es am 9. Oktober kommen wird. Da liege ich mit meiner Vermutung zum Glück richtig. Glück gehabt, aber das passt natürlich auch mit dem letzten Update so ein bisschen. Ne? Freut mich, freut mich. Außer es wäre jetzt nervig, wenn es jetzt nochmal 2 Wochen dauern würde. So, ich wollte noch so ein bisschen Aufgaben eben ein bisschen machen. Bedienen ein paar Tische in einem Restaurant, das können wir auch noch machen. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Ich glaube, 3, 4 Sachen muss ich nämlich noch freischalten. Aber ey, es wird cool. Aber erwartet nicht zu viel. Es wird, glaube ich, auch kein Markenbündel geben. Werden wir Mittwoch, Donnerstag wahrscheinlich auch erfahren oder Freitag. Nächste Woche Dienstag gibt es ja dann auch wieder die Patch-Notes oder Montag, glaube ich, sogar schon. Die werden natürlich auch sehr, sehr interessant. Da muss es ja eine Reihe an Fehlerbehebung und Absturzbehebung geben. Ich hoffe auch wirklich auf neue Features. Vielleicht auch im Multiplayer mal ein bisschen was Neues. Ah, das wäre so cool. Ne? Das Dekorieren noch mal ein bisschen leichter machen und so weiter. Schauen wir mal. Ne? Da wird schon was Gutes kommen. So, was können wir denn hier nochmal kochen? Was hat er denn? Pikant gebratene Brasse. Mokka-Villa. Okay, 2 Gerichte müssen wir nämlich noch machen. Mokka. Ich denke mal, Dienstag, wenn ich auf wieder stream, 20 Uhr, kommt da gerne rein. Dann machen wir dann den ganzen anderen Aufgabenkram noch. Es ist nicht mehr viel. Vielleicht können wir noch ein paar Mondsteine sammeln oder so. So, was will er? Mokka? Ist das ein Nachtisch? Ich glaube schon, ne? Mokka, Mokka, Mokka. Also ich bin mal sehr gespannt, was die beiden für ein Haus kriegen werden. Ist mir eigentlich auch relativ egal. Natürlich wird das wahrscheinlich so eine Steinformation sein oder so ein Baumstamm oder irgendwie so ein Quark. Weil die haben ja in echt gar kein Haus, oder? Haben die ein Haus in Teil 2 oder 3 oder in der Serie? Nicht, dass ich wüsste. Vielleicht wohnt Timon ja auch in Pumba drin. Ich habe keine Ahnung. Wir gucken mal. Ich bin sehr gespannt. Aber das sind natürlich auch geile Charaktere. Gerne mehr von König der Löwen. Da haben wir lange nichts mehr bekommen. Mokka? Habe ich das überhaupt? Kann sein, dass ich das Rezept gar nicht habe. Nein, ich habe, glaube ich, noch nicht mal alles gekocht. Ne? Mir fehlen wirklich immer noch Rezepte. Wo ist denn Mokka? Mako? Gumbo? Aber Mokka? Wir sind ja schon an M vorbei, ne? Hier vielleicht irgendwo? Auch kein Mokka. Das müssen wir das andere Gericht nochmal versuchen. MN? Nö. Okay, da haben wir das leider nicht. Das hat eher pikant gebratene Brasse. Ich glaube, wir werden keine Brasse haben, aber wir schauen trotzdem mal nach. Pikant gebratene Brasse. Hm, ich bin ja so ein kleiner Fischexperte. Pikant. L-M-N-O-P. K-L-M-N-O-P. Haben wir das Rezept schon? Hey, wir sind schon vorbei. Hier.
Können wir sogar machen. Ach, sehr schön, cool. Ja, sonst muss ich nochmal zu Tiana gehen. Pikant gebratene Brasse, Olivier. Lecker, lecker, lecker mit Rattenkot. Ja, danke schön. So, der Halbgott bekommt das mal eben. Wir müssen weiter. Hab deine Bestellung. Hab denen auch schon jeweils ein Lieblingsgeschenk gegeben. Wir haben nämlich drei Aufgaben, wo ich Leuten Lieblingsgeschenke geben muss. Habe ich denen jeweils schon eins gegeben. Da können wir morgen im Stream das alles abhaken. Dann geben wir denen nochmal drei und dann ist das fertig. Weil die Entwickler machen ja immer vier Stück, damit man noch einen Tag warten muss. Diese Schweine. Aber ey, Bock aufs Update. Aber wie gesagt, erwartet da nicht zu viel Umfang. Es wird natürlich nur Timon und Pumba sein. Ohne ihr eigenes Realm. Es gibt natürlich dann wieder diese Aufgaben und so weiter. Ein bisschen Sternfahrt. Wahrscheinlich nochmal irgendwie ein Event oder so. Ich glaube, mehr würde es dann im Endeffekt auch nicht sein. Würde mich überraschen, wenn es noch ein Markenbündel wäre oder so. Wäre cool. Ne? Hier ist auch wieder irgendwas Unsichtbares, ne? Ja, hier ist auch wieder. Achso, Eva ist das. So, gehen wir nochmal zu Tiana, Miana. So, Lichtung des Vertrauens, ne? Aber cool, wenn es nächste Woche kommt. Ich liebe das auch, dass sie jetzt so kurzfristig das immer machen. Dass es nicht mehr so lange dauert. Und dann wird ja im November der große Stream kommen, wo sie wahrscheinlich den DLC ankündigen werden. Ich hoffe, das wäre richtig, richtig cool. Da werden wir im Dezember wahrscheinlich den DLC bekommen mit dem Gratis-Update mit Sally. So wird es wahrscheinlich sein, ne? Leaks haben ja auch schon gesagt, es wird so ein Fairy Tale geben, also so ein Feen-Biom, so ein Hades-Biom, Maleficent-Biom. Also das wird schon cool werden, glaube ich. Da ist dann für jeden was dabei. Freue ich mich schon richtig drauf. Ne? Mal gucken, wie teuer es sein wird, ob sie wieder 30 Euro verlangen. Ob sie wieder drei Akte machen und so weiter. Ob sie diesmal eine neue Strategie angehen. Wie sie auch gerade alle hinsetzen. Süßer Hering. Den könnte ich vielleicht sogar machen. Süßer Hering. Krongs Spinatrollen. Noch nie gehört. Gebackener Karpfen. Süßer Hering, okay. Gebackener Karpfen. Süßer Hering habe ich auf jeden Fall mal im Inventar gehabt. Habt ihr mir, glaube ich, auch vorbeigebracht. Haben wir? Haben wir nicht. Habe ich nicht das Rezept davon. Ach. Gibt's doch nicht. Ne? Was wollte sie nochmal? Irgendwas mit Karpfen, ne? Gebackener Karpfen sollten wir aber haben. Oder? Karpfen, Karpfen, Karpfen. Gebackener Karpfen, gegrillter Fisch, Freund am Haken. Habe ich nicht. Gebraten, gebacken. Das müsste eigentlich vorher noch kommen. Habe ich echt auch nicht. Ich glaube, ich muss wirklich mal mehr kochen. Okay, das nächste Gericht, haben wir das zumindest? Krongs Spinatrollen? Krongs Spinatrollen. Ah, komisch, dass ich das eine Gericht nicht habe. Ich weiß gar nicht, wie viel mir noch fehlt. Krong, Krong, Krong. Habe ich, glaube ich, auch nicht. Oh Gott. Habe ich tatsächlich nicht, ne? Ansonsten müssen wir gleich nochmal die Sachen suchen. Da muss ich mir das Rezept mal aus dem Internet holen. Leise bitte, Vanellope. Ich kann so laut sein, wie ich will, okay? Ich will endlich meine Kronks haben. Okay, schade, haben wir irgendwie nicht, ne? Hier vielleicht noch gebackener. Schade, okay, da gucke ich mal ganz kurz nach, wie das Rezept zum Beispiel von süßer Hering ist. Da bin ich gleich wieder da. So, ich bin zurück, habe jetzt Hering und Zwiebel besorgt. Witzig, dass ich das Rezept noch nicht hatte. Das ist ja echt verrückt. Hering hatte ich auf jeden Fall genug in der Kiste. Zwiebeln musste ich noch besorgen im Wald. Sind die hier? Das ist Ingwer, ne? Knoblauch. Zwiebeln. Sind sie hier? Zwiebel. So, das sollte euch jetzt passen. Süßer Hering. Perfekt. Witzig, dass ich das noch nicht hatte auf der Rezeptliste. Wahnsinn. So, bitteschön. Das hat aber ganz so lange gedauert. Her mit dem Fraß. Hier, bitteschön, junge Dame. Dankeschön. Boah, wenn jetzt hier Ralf und meine Freundin Shanks da wären. Das wäre richtig cool. Geil, haben wir wieder ein paar Dinger. Ja, die kommen schon auch nochmal irgendwann, Ralf. 20 Dinger, cool. Plaudere mit Daisy, muss ich auch noch machen. Okay, Seite 1 haben wir schon. Seite 2 fehlt das hier noch. Okay, das müssen wir morgen freischalten. Oh, die Tür brauchen wir noch. Ansonsten haben wir, glaube ich... Oh, wir brauchen noch voll viel sogar tatsächlich. Ja, müssen wir morgen im Stream machen. Das müssen wir morgen im Stream ja alles machen. Ich könnte mir höchstens schon mal ein paar Mondsteine hier holen. Zack. Haben wir wieder ein bisschen was zurück. Alles klar, Leute. Ey, schreibt gerne dann eure Meinung in die Kommentare zu dem Update. 9. Oktober sollte aber feststehen.
Ich freue mich sehr. Eine Woche noch. Da haben wir es alle geschafft. Da gibt es endlich wieder ein bisschen was zu tun. Lasst gerne ein Abo und Like da, um nichts mehr zu verpassen zum neuen Update. Oder auch allgemein vielen, vielen lieben Dank für die Unterstützung. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Stream oder auch Video wieder. Und bis dahin, ciao, ciao.